Herzlich willkommen, meine Lieben, bei der LinkedIn-Show mit Datenschmutz. Bereits die 26. Ausgabe. Manche behaupten ja, das wäre der beste wöchentliche Livestream zu B2B-Themen auf LinkedIn im deutschsprachigen Raum. Andere sagen, es sei der einzige wöchentliche Livestream. Nun, wie auch immer, heute eine unglaublich spannende Ausgabe mit einem sehr, sehr tollen Gast, mit einer ganz besonderen Gästin, Dr. Margarita Mischewa. Und ich werden uns unterhalten über Wappen, über Logos. Es gibt Drachen in der Sendung, es gibt Fobo, also jede Menge Action. Herzlich willkommen, Milos. Hallo, Ilkay. Freut mich, dass ihr dabei seid zur 26. LinkedIn-Show mit mir, Richie Bettauer. Unglaublich windig. Und damit meine ich ausnahmsweise gar nicht mal die letzten Sales-Pitches in meiner Inbox, sondern das Wetter in Wien. Sogar der Augarten war gesperrt die letzten Tage wegen Lebensgefahr. Man geht spazieren, irgendetwas Kleines, Weißes fliegt neben dir vorbei. Du weißt nicht, ist es eine Taube, ist es ein Malteser, ist es ein Pensionist? Wirklich unglaublich windig. Models müssen am Weg zur Arbeit Bleigewichte an den Füßen anbringen. Regenschirme mit angeklebtem Smartphone brauchen eine Drohnenfluggenehmigung. Das macht uns aber nichts, denn die Sendung findet ja zum Glück drinnen statt. Windgeschützt und ja, das ist auch besser so. Ja, sicher. Absolut. Ja, sicher. Was steht uns bevor? Vor dem Gespräch mit Margarita gibt es natürlich noch eine Rubrik. Absolut. Frag den Richie. Und in der Rubrik Frag den Richie geht es heute um ein altbekanntes, beliebtes Thema, das immer wieder für Diskussionen sorgt unter Ethikexperten, unter Marketingexperten, beim Publikum, bei Teenagern und zuletzt auch verstärkt bei Politikern, nämlich den Influencer, die Influencerin. Aha, Ilkay schmiert sich noch schnell einen Toast, Mahlzeit, Nutella-Toast oder eher was Salziges. Schadet auf jeden Fall nicht, sich etwas Verpflegung mitzubringen, denn uns erwarten circa 40 Minuten Hochspannung, Unterhaltung, Vergnügen, Entertainment, Suspense. Also, ja, wir haben circa Zeit bis 22 Uhr. Nochmal, wie gesagt, freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Gebt mir ein Like, sagt kurz Hallo in den Kommentaren, stellt Fragen. Alles sehr, sehr gern gesehen. Übrigens, weil Pula und Capri diese Woche Energieferien machen und sich weigern, offiziell mitzuarbeiten. Ich weiß zwar nicht, warum zwei Hunde, die meiste Zeit ohnehin auf der Couch liegen, Energieferien brauchen. Wir haben uns auf jeden Fall einen Hausdrachen zugelegt, einen Sendungsdrachen. Jeder ordentliche Livestream braucht einen Sendungsdrachen. Ja, ich sag mal, meet Little Rico. Das ist nicht irgendein Drache. Das ist definitiv nicht irgendein Drache, sondern das ist mein Wappendrache. Ich habe da nämlich angeregt durch das Gespräch mit Margarita nachgeschaut auf Wikipedia und zwar, et voilà, Little Rico, der Wappendrache des Geschlechts zu Bettau, ansässig vor ein paar hundert Jahren im heutigen Tuj in Slowenien. Und der Drache hat die Zunge herausgesteckt, das bedeutet irgendwas. Margarita wüsste, was das heißt. Ganz schön anstrengend, diese Spezialeffekte. Auf jeden Fall, bevor wir zu unserem Gespräch kommen. Hallo, Pavlina. Oh, das ist schon sehr cool. Oh, danke schön, danke schön. Ich finde das auch total cool. Ich liebe Greenscreen. Und den Trashing-Look, das ist fast der GIF im Gewand eines. Nein, MP4 im Gewand eines GIFs. Wie dem auch sei, nun zur angekündigten oder besser gesagt angedrohten Rubrik. Ja, da, man merkt schon, ich hatte gestern ein wenig Zeit an den Intros zu basteln und wie ihr hier neben mir eingeblendet sehen könnt, die Frage von Herwig lautet, werden Influencer aussterben wie die Saurier?
Kurze Antwort. Wenn ja, dann wahrscheinlich nicht nur die Influencer, die Saurier sind ja angeblich nach gängigen Theorien an einem Kometeneinschlag bzw. an den Folgen dieses Kometeneinschlags ausgestorben, an den Folgen ausgestorben, beziehungsweise haben sich nur wenige in relativ kleiner fliegender Form retten können. Die Vögel sind ja Nachfahren der Saurier. Kometeneinschlag in nächster Zeit wird jetzt nicht unbedingt explizit erwartet, außer von wenigen religiösen Splittergemeinschaften. Aber Klimaerwärmung, die würde dann nicht nur die Influencer treffen. Aber ganz im Ernst, das ist tatsächlich eine recht spannende Diskussion. Und da möchte ich zuerst mal auf einen Artikel, der ist schon etwas älter, hier hinweisen. Und zwar ist er erschienen in Spiegel Wirtschaft am 3.12.2018, hat also schon mehr als ein Jahr auf dem Buckel, quasi ein Methusalems unter den Artikeln im schnelllebigen Mediengeschäft, im schnelllebigen Newsgeschäft. Ja, was sagt dieser Artikel, warum der Influencer-Hype bald vorbei sein könnte? Internet ist ihre Verkaufsfläche, Likes ihrer Fans sind ihre Werbung, yada yada yada. Markt mit Bibi und Co. boomt und jetzt beginnt dann Instagram auch noch die Likes abzudrehen. Derzeit noch nicht ganz ausgerollt auf weiter Fläche, wird er wahrscheinlich kommen. Und kurz die Frage, endet das alles? Ich habe dann auch noch eine etwas neuere Wavemaker-Studie gefunden. Von Donnerstag, vom 17. Oktober 2019. Team Theobald berichtet auf Horizont.net darüber. Und zwar ist die Bottomline, die Executive Summary dieser Studie, dass die Glaubwürdigkeit von Influencern bröckelt. Und zwar, die haben sich nämlich längst aus der Nische herausgearbeitet, ja, das ist wahr, und sind für immer mehr werbetreibende wichtige Kommunikatoren, um authentisch und mit einer großen Reichweite die anspruchsvollen jungen Zielgruppen zu erreichen. Allerdings konstatiert diese Studie Abnutzungserscheinungen und das hat wohl sehr viel mit dem zu tun, was schon Paracelsus gesagt hat, alles ist Gift, nur die Dosis macht den Unterschied. Ein universell gültiger und sehr, sehr schlauer Spruch. Und das ist natürlich, geht vielleicht in die gleiche Richtung, in dem Fall wie das Sprichwort, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, oder der Student geht so lange zur Mensa, bis er bricht. Ist es also bald vorbei mit der Influencerei? Wow, das reimt sich. Ich glaube nicht. Ein kurzer Beleg hier, dieses Video aus der Welt, beziehungsweise dieses Video, das mehrere bekannte YouTube-Influencer gemeinsam aufgenommen haben vor der letzten EU-Wahl. Ich spiele es mal hier kurz an. Die Links gibt es dann natürlich alle wieder zur Show, kann man sich auch alles in Ruhe nachsehen. Dies ist ein offener Brief, ein Statement. Von einem großen Teil der YouTuber-Szene. Am Wochenende sind die EU-Wahlen und es ist wichtig, wählen zu gehen. Aber es ist genauso wichtig, eine rationale Entscheidung bei der Wahl zu treffen, die im Einklang mit Logik und Wissenschaft steht. Es gibt viele wichtige politische Themen. Aber nach der Risikohierarchie hat die potenzielle Zerstörung... Was hat das mit dem Thema Influencer beziehungsweise sozusagen... Bestand oder weitere Entwicklung von Influencern zu tun? Nun, ich denke, eine ganze Menge. Warum? Der Tauch ist einfach sau cool, kann man nicht helfen. Warum hat das sehr viel mit der Zukunft von Influencern zu tun? Weil natürlich die Art und Weise, wie Influencer jetzt großteils wahrgenommen werden, über die Massenmedien oder auch vielleicht von der Generation, die gar nicht zur Zielgruppe gehört, sind dann eben so Podcasts wie Beavis Beauty Palace, wo es wirklich in erster Linie um die Vermarktung von zuerst meistens dritten eigenen Kosmetikprodukten geht. Und da taucht eben schnell der Vorwurf auf, die machen ja sozusagen alles für Geld, sogar einen Song, der nicht so gut angekommen ist. Aber die Influencer-Szene besteht ja nicht nur aus Bibi. Und worum es letztendlich geht, sind Personen, die Einfluss entwickeln können, über Glaubwürdigkeit, über Credibility. Und da mag natürlich eine überbordende Verkaufswilligkeit durchaus im Wege stehen oder sogar schädigend sein. Auf der anderen Seite, wenn man sich aber wirklich mal näher mit diesen großen populären Channels befasst, die meisten von ihnen sind auch in einem angespielten Video vertreten, wenn ihr euch mal die Videos von Rezo oder von Julian Bam oder diesen Leuten anschaut, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Einerseits Top-Entertainment, andererseits auf einem sehr, sehr hohen Level produziert. Und die haben schon sehr starke Meinungen und vertreten auch sehr, sehr starke
Werte, ich glaube, Veganismus ist da ein großes Thema, Klimaschutz ist natürlich ein riesengroßes Thema und dass die junge Generation oder dass die Teenager denen lieber zusehen als NLP-geschulten Politikern oder professionellen Pressesprechern, die im Fernsehen die ewig gleichen Phrasen wiederkäuen, ist wohl kein Wunder. Und ich, meiner Ansicht nach, ist es viel, viel zu kurz gegriffen zu sagen, ja, die machen jetzt alle zu viel Werbung, das schaut sich keiner mehr an, das bricht zusammen. Ganz, ganz im Gegenteil, die meisten dieser Channels wachsen auch. Für mich ebenfalls eine sehr, sehr spannende Frage. Bleiben Influencer ein Teenager-Phänomen? Also im B2B-Bereich sind Corporate-Influencer natürlich schon ein großes Thema, aber das klassische Modell, dass man Leute dafür bezahlt, dass die eben eigene Produkte, eigene Dienstleistungen featuren, ist noch nicht so üblich. Kann ja aber noch kommen. Also meiner Meinung nach, diese Umverteilung von Aufmerksamkeit hin von den großen traditionellen Medienkanälen hin zu Einzelpersonen oder zu Influencern oder zu Crews, die wird auch noch eine ganze Weile bestehen bleiben. Nebenbei bemerkt, viel von dem, was die Mädels und Jungs da aufziehen, erinnert mich an die Anfangszeit der Blogger-Szene, als es noch sehr viel Kooperation gab. Und die wissen schon, wie sie das machen. Die machen einen guten Job und meine Meinung dazu, lieber Herwig, nein, Influencer werden nicht aussterben wie die Saurier. Influencer werden bleiben, manche werden übertreiben. Wow, heute eine sehr reimige Sendung. Manche werden also bleiben, ganz sicher bleiben. Es werden neue hinzukommen und das Thema oder die sozusagen das Medienformat Influencer, auch ganz unabhängig jetzt von Instagram, YouTube-Channels oder anderen Kanälen, wird auch bleiben. So viel also meine 5 Cent dazu, zur Frage, werden Influencer aussterben? Ich prognostiziere eine glückliche und blühende Zukunft und damit kommen wir nun endlich zum längst versprochenen ersten Teil des Interviews mit Dr. Margarita Mischewa und sie wird uns erzählen, was Drachen mit Wappen oder Löwen mit herausgestreckter Zunge mit Wappen und Logos zu tun haben und ja, wir sprechen über visuelle Kommunikation. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Influencer, bitte ins Kommentarformular. Gebt Likes. Motivation schadet nie. Und ja, Dr. Margarita Mischewa in the house oder in the hisi, wie die Hip-Hopper sagen. Heute bei mir zu Gast Dr. Margarita Mischewa. Hallo Margarita, freut mich sehr, dass du hier in der Sendung bist. Auf deinem LinkedIn-Profil kann man lesen, du bist digitale Mutmacherin. Du machst Webentwicklung, berätst in digitaler Strategie. Du hast technischen Verstand und du kennst dich aus mit Online-Sichtbarkeit. Wie kam es dazu? Ich denke, mit dem Online-Sichtbarkeit kennt sich jeder, wenn man im LinkedIn ist oder im Facebook oder probiert sich zu kennen. Ansonsten, man wird nicht in diesen Social-Media-Bereich oder man wird nicht mit Web 2.0 in Kontakt, wenn man sich mit dem Sichtbarkeit nicht auskennt. Stimmt. Wie kann man dazu? Ja, ich denke so. So wie bei jedem Mensch, man will etwas Neues zu lernen, noch auszuprobieren. Und die neuen Medien geben uns diese Möglichkeiten, uns auch immer neu zu erfinden und auch etwas wirklich auszuprobieren, zu mastern, so ein bisschen besser zu machen. Und dann, es ist wirklich eine schöne Bühne, wo man sich, ich meine, man kann nicht sagen billiger oder teuer, aber es ist, gibt uns ganz andere Möglichkeiten, diese Bühne zu nutzen und zu betreten. Und auch Sichtbarkeit ist für mich nicht nur sich selber als Darsteller zu präsentieren, auch Leute kennenzulernen und Neues zu lernen. Nicht nur von dem Medium selber, von dem Technischen, was uns die Social Media anbietet, aber auch von den Leuten, so wie Leute wie du, oder die man auch irgendwie, aha, okay, und das ist auch möglich, aha, okay. Und auch Leuten kennenzulernen in dem Sinn, so wie wir haben uns auch zuerst im Online kennengelernt und dann auch einmal offline gesehen. Aber man bekommt so diese Authentizität, was wir alle mit der Sichtbarkeit viele verbinden, kann man besser austesten und sicher sein, dass das authentisch ist, wenn man online und offline jemanden kennt. Community Bauer. Was, ja. Was ist dein Background von der Ausbildung her? Oder worin hast du promoviert? Ich komme ursprünglich aus Bulgarien.
Und ich habe es in Bulgarien mit dem Studieren angefangen. Dann habe ich, du hast gesagt, Doktor muss nicht sein, aber ich habe es im Papier, sage ich, bin ich Doktor. Und ich habe es in Klagenfurt promoviert in Kommunikationswissenschaft. Und ich habe es über visuelle Kommunikation meine Dissertation geschrieben. Und deswegen, wir kommunizieren jetzt auch visuell, obwohl wir uns nicht sehen. Und ich habe es über die visuelle Kommunikation auf dem Beispiel von Logo und Wappen. Als das Wappen als Großeltern oder als Eltern von Logo für uns sein kann. Wir können von dieser Wissenschaft, was die Heraldik mit sich bringt, viel lernen. Wie können wir das strategisch angehen auf die visuelle Sprache und was auch das Logo mit sich bringt? Weil das Logo ist unser Gesicht, so wie früher die Wappe das Gesicht für die Marita war. Das war die Art, die sie sich präsentieren. Nicht nur die Farben, aber auch die Formen, was drauf gestanden sind. Das war so eine Art von Spiegelbild oder wirklich für ein Bild in sich selber. Und heute für uns, viele Unternehmer, man sieht zuerst ein Logo und dann sieht man ein Unternehmer oder ein Gesicht oder eine Unternehmenskultur. Und so, wie kann man das wirklich, weil Branding ist keine Wissenschaft in sich. Es besteht nicht durch eine langjährige Erfahrung und langjährige aussprechen oder steht schon Strategie dahinter, das will ich nicht sagen, aber es ist nicht so erforscht, es probiert es jeder in seine eigene Art zu interpretieren und dort die Interpretation, diese Freiheit war nichts gegeben, aber man konnte es so wie ein Buch lesen, so wie die Buchstaben, wo wir jeden Tag in einer Form in Zeitungen oder online sehen, so konnte man dieses Wappen lesen und damit verstehen. Das finde ich eben sehr spannend. Das heißt, man muss, wenn du so willst, den Code der Heraldik kennen oder diese Sprache kennen. Aber wie kann man sich das vorstellen, wenn man sich auskennt mit Heraldik und man sieht so ein Ritterwappen aus dem Mittelalter, welche Informationen werden da enthalten? Was kann ich da herauslesen? Ich meine, was das Interessante war, müssen wir auch denken, die Leute damals waren unalphabetisch. Deswegen diese Information, vielleicht kennen wir auch selber, die Icons sind auch in 20er Jahre entstanden, dadurch, dass Otto die Neurath Leute war da ja ganz wesentlich beteiligt. Genau, dadurch, genau, dass die Leute vom Dorf im Stadt gekommen seien. Und das war die Art und Weise, wie kann man dieses Leute bewegen, in dem Stadt zeigen und die etwas zu erreichen. Und vielleicht so können die uns, weil das ist nah zu uns von Denkweise 20er Jahren als vor ein paar hundert Jahren. Und dann kann man sich auch ungefähr so vorstellen, die Leute können keine Namen lesen. Es war nicht möglich. Und deswegen die Wappen, durch dieses ständige Vorlesen in einer Ritterturnier und in irgendwo andere, war das möglich, dass man das lernt. Und wenn man 15, 20 Mal etwas hört, man, ohne es zu lesen, kann man das wiederholen und noch einmal sagen. Und was man auslesen kann, quasi was, für was man steht. Und auch zum Beispiel, wenn wir Frauen sagen, so dieses Symbol in der Mitte, so dieser Romp, war zum Beispiel eine Frauenwaffe. Und kann man das gleich auslesen? Oder unterschiedlich, wie stark man ist oder für was man steht oder wie hoch ist denn die Hierarchie, zum Beispiel von dem, also von der Krone, wie viel, wenn man unterschiedliche Positionen hat in der Gesellschaft, auch die waren nicht alles auf einer Ebene, die andere. Mhm. Und das war sehr viel Information dahinter, wo quasi der Herald durch, es war auch deswegen keine Freigewerbe, so wie jetzt suche ich mir ein Logo und passt mir etwas. Es war von den Chronik quasi
zu dem Rita weitergegeben und es war, man kann sich schon ein bisschen selber etwas dazu nehmen, wenn man es verdient, aber frei war es nicht. Aber das heißt, so ein Wappen konnte sich im Lauf der Zeit über mehrere Generationen oder so auch verändern? Genau, man nimmt immer von den Generationen auch ein bisschen mit und auch von dem gewonnenen zum Beispiel Ortschaften oder auch die Symbolik. Das war auch interessant, weil es war eine Wappe, obwohl von unterschiedlichen Materialien gemacht hat, es hat es immer sichtbar, ob das Gold ist oder nicht. Durch die Streifen, durch die Punkte, manche Symbolen konnten auch die so wie Pantonfarbe quasi, sagen wir jetzt, dadurch auf Metall andere Strahlung hat als auf Papier. Und deswegen sind auch heutzutage gekommen, dass diese Qualität überall unterschiedliche Materialien gegeben sind. Und für mich ist das auch so diese Vorstellung, diese unterschiedliche Symbolik, kann man sagen, ha, Gold, Silber oder was genau ist. Und das war auch interessant, nur mit ein paar Punkten oder Streifen oder wie sich die quasi, ob das die Zunge zum Beispiel von Gelove quasi ausgestreckt nach vorne ist oder wie man steht, ob das liegt oder steht. Es war auch unterschiedliche Symbolik dahinter, obwohl das gleiche Tier war oder das gleiche für uns jetzt, für eine Lore ist eine Lore, ob die Zunge nach vorne steht oder mit dem geschlossenen Mund, sollte es das gleiche sein. Aber auch so diese Kleinigkeiten haben unterschiedliche Bedeutung. Glaubst du, dass so bei modernen Logos, bei Brand-Logos, dass da auch Kleinigkeiten eine große Rolle spielen oder beziehungsweise kann man als Logo-Entwickler, als Branding-Experte von der Heraldik etwas lernen? Den Code in dem Sinn beherrschen die Leute heutzutage nicht, dass man das direkt so übernehmen könnte. Ich denke schon, weil für dieses Kleinigkeiten, manche sind gewohnt, aber manche nehmen das alles als Ganzen und die vergessen ein paar Kleinigkeiten anzuschauen und zu probieren, durch diese unterschiedliche Perspektive zu interpretieren. Weil vielleicht haben sie früher leichter gehabt, dadurch, dass diese Interpretation hat es festgestanden und man hat diese Freiheit überhaupt nicht, sich vorzustellen, aha, ich kann das so denken oder so, es war nichts möglich. Und jetzt, dadurch, dass sich jeder die Sachen unterschiedlich interpretiert, muss man als eine kreative Kopf vielleicht probieren, mit dem anderen zu sprechen und zu kommunizieren, diese Interpretation zumindest nicht nur von seiner Sicht zu sehen, auch von anderen Leuten anzufragen. Und weil dann kommen manche Symbolik, sind nicht immer zum Beispiel für unterschiedliche Kulturen, gibt es auch andere Bedeutung. Aber auch Mann und Frau, manchmal gibt es unterschiedliche Bedeutungen von der Symbolik, ohne von dem gleichen Kulturkreis. Muss nicht, die Kultur ist nicht immer als Kern, dass man diese Perspektive unterschiedlich ist. Ja, ich habe so lachen müssen, ich habe es heute in der Wochenendzeitung, glaube ich, wieder gelesen, da war ein Reisebericht über Rotterdam war das. Und die haben dort recht viel Kunst im öffentlichen Raum stehen und ein Künstler hat da, ich weiß nicht, ob du das kennst, zufällig, einen Weihnachtsmann mit Baum in der Hand. Okay, aber dieser Baum sieht aus wie ein Buttplug. Und die Bewohner nennen ihn Mr. Buttplug und es gab dann sozusagen auch eine Diskussion, ob das ist ein relativ extremes Beispiel. Der Künstler hat da sicher einen Baum gesehen, vermute nicht, dass das eine subversive Aktion seinerseits war, aber auch interkulturelle Bedeutungen von Gesten, das hatten wir auch in der Profiling-Auswahl. Bei uns super, passt, top, in Italien sollte man das eher nicht machen. Und solche Bedeutungsunterschiede setzen sich natürlich auch bei Smileys, Emojis oder diesen ganzen Dingen vor. Und was heißt in Italien das? Das kenne ich nicht. Auch. Was heißt das? Du Arschloch. Okay. Ah, ja, genau. Das ist zum Beispiel, okay, wenn du jemanden schneidest mit dem Auto. Mhm. Ja, und der zeigt dir das dann raus beim Fenster. Ja, und das sind halt so bestimmte Sachen, oder auch in manchen Kulturen, was das bedeutet, wenn man bei der Begrüßung die Hände mit den Handflächen nach oben hat oder dreht und so weiter. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Okay. Ja, okay. Ja, das heißt, das ist natürlich auch die interkulturelle Kommunikation, die ein großes Thema spielt, die spiegelt sich dann auch in den visuellen Codes wieder dadurch.
Das müssen wir beachten. Und ich denke, es ist auch egal, ob wir nur für die Logos sprechen oder auch mit, wie du sagst, auch mit Emojis, wenn wir jetzt sagen, auch die Web 2.0 und diese direkte Kommunikation quasi, den Dialog statt dem Monolog, das müssen wir schon schnell denken, schreiben und antworten können, quasi im einen Takt. Nicht früher, man kann sich überlegen und einen Bericht zu schreiben oder irgendwann anzurufen, wenn man bereit dafür ist. Ja? Und so hat man ganz andere Fähigkeiten, sind für uns angefragt heutzutage. Willkommen zurück zur LinkedIn-Show mit Datenschmutz und Capri. Wir haben doch 100 Besuch bekommen. Danke an alle, die dabei sind. Ihr seht die LinkedIn-Show, die 26. LinkedIn-Show bereits heute. Also über ein halbes Jahr on the air. Für alle, die später zugestiegen sind, es ging heute um die Frage, sterben die Influencer aus wie die Saurier? Ihr könnt die ganze Sendung auch später nachschauen, wird von LinkedIn archiviert. Ich stelle sie auch auf meinen YouTube-Channel beziehungsweise aufs Blog. Und weil heute alle so ruhig sind, kleiner Hinweis, ihr könnt, ich freue mich sehr über Likes, ich freue mich noch mehr über Kommentare, stellt Fragen oder sagt einfach nur Hallo, sagt Bescheid, dass ihr dabei seid. Und es gibt übrigens neben dieser Emoji-Icon-Leiste, wo man liken kann, auch einen kleinen geschwungenen Pfeil. Damit könnt ihr die Sendung auch teilen auf euer Profil in Gruppen oder empfehlen. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Wir Content Creators leben natürlich von der Reichweite, von der Verbreitung und von unseren Live-Zusehern. Also ein Hallo an alle, die dabei sind. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt bereits das eine oder Interessante für eure Arbeit mit LinkedIn erfahren. Im zweiten Teil des Interviews unterhalten Margarita und ich uns darüber, wie sie LinkedIn nutzt, wie sie die Plattform einsetzt, um zu mehr Sichtbarkeit zu kommen. Nochmal für alle später Eingestiegenen, wir haben einen Hausdrachen mit Little Rico. Yeah. Wie komme ich zu den Fragen in der Rubrik Frag den Richie? Ihr könnt mir natürlich einfach eine Direktnachricht schicken. Ich habe ein Open Profile, mich kann jeder kontaktieren. No in-mails necessary. Oder ihr geht auf meinen Blog, die Adresse ist unten eingeblendet, dort gibt es ein Formular, da kann man Fragen wahlweise anonym oder mit Namen abschicken. So viel dazu und damit kommen wir zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Margarita Mischewa und anschließend folgen dann die Status-Updates der Woche, eine fixe Rubrik in jeder LinkedIn-Show. Apropos andere Fähigkeiten, Echtzeit und Kommunikation, das bringt mich gleich wieder zum Thema LinkedIn. Du bist selber sehr aktiv auf LinkedIn, postest dort regelmäßig. Seit wann verwendest du die Plattform? War das in Bulgarien für dich schon ein Thema oder erst in der letzten Zeit? Weil so in den letzten eineinhalb Jahren ist es ja gerade im deutschsprachigen Raum sehr stark explodiert. Okay, ich bin seit 18 Jahren da, deswegen in Bulgarien war nicht ein Thema. Okay. Weil ich weiß nicht, nur in Rumänien zum Beispiel ist LinkedIn enorm populär. Okay, seit 18 Jahren, dann ist, na gut, das war vor. Das geht sich nicht ganz aus, eindeutig. Ja. Genau. Aber es war schon der Anfang von Facebook, deswegen die Web 2.0 hat sich quasi schon ergeben, aber nicht ganz am Anfang. Aber die LinkedIn, ich habe es. Ich denke, so wie viele vielleicht hier im deutschsprachigen Raum, wenn ich seit 18 Jahren da bin, deswegen muss ich hier im deutschsprachigen Raum sprechen, habe ich mit Xing angefangen. Und dann habe ich auch, weil irgendwie LinkedIn die Aussage war für alle, ja, wir arbeiten im deutschsprachigen Raum, warum brauche ich LinkedIn? Es war schon eine Aussage vor ein paar Jahren. Ja. Und dann, man hat es die Statistiken lesen können, ich lese gerne Statistiken, man kann immer etwas Interessantes lernen, dass man die LinkedIn, da, es war schon so, sagen wir, 40 oder sogar 30, 70 war ganz am Anfang oder so, und dann hat sie sich langsam
entwickelt mit der Zeit. Und jetzt, wenn man die Statistiken liest, sieht man, dass die Xing schon... Ja, ja, das war so und es ist eher so... Wah. Deswegen habe ich, meine Priorisierung, sagen wir so, in den letzten 1,5 Jahren, habe ich so auf LinkedIn gesteckt und schaue fast nie im Sync, was vielleicht auch eine Fälle ist, man weiß nicht, was richtig oder falsch ist. Aber ich denke, hier im LinkedIn gibt es viel mehr Möglichkeiten, auch so dieses visuelle Darstellung, was verfügbar ist als Unternehmer. Und ich denke, die haben das, so diese Gamification ganz gut für uns als Menschen, weil wir sind alles Menschen, ganz gut eingesetzt. Weil dieses Belohnung, ja, super gemacht, und grün und blau und noch ein bisschen. Und das gibt schon ein bisschen Motivation, manchmal etwas zu tun. Und auch so diese Möglichkeit, auch in dem Profil die Video anzubinden, quasi Artikel zu schreiben. Weil ich sage, es gibt es ein paar Leute, ich schreibe so viele Artikel nicht, aber ich mag es auch immer wieder manchmal, weil man braucht sogar manchmal vielleicht keinen eigenen Blog, weil man kann das gut teilen. Genau. Das Foto kommt es in der gleichen Qualität, so wie wenn man eigene Homepage hat. Und das Gleiche kann man auch gleich die Beiträge posten oder Video hochladen, auch du magst es auch live, aber ganz normale Video hochzuladen geht, und sogar habe ich mich jetzt beworben für den Live-Video zu machen, und so diese automatische Antwort, drück dir die Daumen, dauert ja. Die automatische Antwort, nämlich gesagt, ist automatisch, also ausgestellt. Ja, bis Sie die Antwort bekommen, posten Sie meine Videos auf LinkedIn. Und dann sogar gleich ein Link, wie das funktioniert, wenn Sie zufällig nicht wissen. Ja. Und das glaube ich nicht, die nehmen es das ernst. Und meine Aussage ist, wenn wir wieder zu dem Visuellen sprechen, ich meine, die große Aussage, ein Bild sagt mehr als 1000 Wörter. Ja, aber ich sage dann, ein Video sagt mehr als 1 Million. Ja, ja, stimmt. Und ja, deswegen müssen wir das nutzen. Bei 30 Frames pro Sekunde sagt ein Bild in einer Minute, ein Video in einer Minute 60 mal, so viel wie 900 Bilder. Aber das ist natürlich, die Action spielt sich ja zwischen den Frames ab. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was ich vorher noch sagen wollte zu dem, was du gemeint hast, ich finde, der Response oder die Reaktionen, die kommen auf das, was man postet, die sind halt immer ein guter Indikator. Und da habe ich habe Xing früher auch intensiv verwendet, da habe ich einfach gemerkt, da passiert nichts mehr, das Pferd ist tot. Und man soll ja auf ein totes Pferd weder einschlagen noch versuchen, drauf zu reiten. Und LinkedIn ist einfach, ich sage, sehr viel Aktivität. Wie gehst du mit dem Thema Zielgruppe um? Du hast ja auch, sage ich mal, als Digitalexpertin, als Webentwicklerin grundsätzlich ein recht breit gefächertes potenzielles Kundenpublikum. Oder spezialisierst du dich da auf einen bestimmten Bereich? Ich denke, am Anfang, und ich denke auch 1,5 Jahre oder so, es ist nicht immer, kann man immer noch ein bisschen ausprobieren und auszutesten, wie die Leute reagieren, weil man braucht, wenn wir auch für die organische Suche sprechen, und hier in LinkedIn muss man auch den gleichen Prinzipien nutzen, so in Google und Co. Man muss das auch anschauen, welche Beiträge oder welche Artikel geben bessere Reaktionen im Vergleich mit dem anderen, und diese Reaktion zu nutzen, etwas danach sich zu dem, was man sich spezialisiert, quasi besser zu verkaufen, dieses Kick zu nutzen, dass man der Nächste besser sichtbar wird. Und deswegen, ich probiere auch so dieses, wie man Mut, wie die digitale Mut machen, steht nicht nur für den Webentwicklung, auch die Zielgruppe zu finden, aber auch die Leute Mut zu machen und zu sagen, Digitalisierung ist keine, quasi, weil es war Unwort des Jahres, haben wir viele Veranstaltungen, wenn man irgendwo offline geht. Es war auch eine gewisse Zeit, ja, Digitalisierung, Unwort des Jahres, quasi mit Negativen dahinten. Gibt um die neue Nachhaltigkeit. Genau, ja. Und deswegen mit das probiere ich auch ein bisschen mit dem Testen, dass ich ein paar
Sache, nicht nur mit dem Technischen und die Webentwicklung, aber das, die andere zu motivieren oder wenn ich etwas interessant sehe, zu teilen oder zu posten. Und was ich super finde, das sagen sehr viele, deswegen es kommt nicht von mir, quasi nicht nur eigene Konten zu zeigen, auch egal jetzt, wenn wir auch Interview machen, es ist auch deine Konten, wir können es teilen, aber nicht nur das, quasi wenn man wirklich einen Artikel sieht von anderen Menschen, kann man auch gut teilen und nur mit zwei Sätzen, das ist meine, was ich zu meinen Kunden sage, bitte zumindest ein, zwei Sätze oben, dass man eigene Standpunkt zeigt, aber dass man sagt, 40, 60 oder wie man es 50, 50 kann man sich selber aufteilen, eigene Content plus Content von anderen, weil so kommt man in Kooperationen, so kommt man in Gespräch, kann man bessere Reaktionen erreichen, aber so hilft man sich ein Teil einander, aber so zeigt man auch Expertise. Ja, das ist klar, das kann ich nur unterstreichen. Liebe Margarita, eine Frage, die ich allen Gästen in der Sendung stelle. Erzähl uns irgendetwas über dich, das dein LinkedIn-Netzwerk nicht weiß oder das zumindest der Großteil deiner Kontakte nicht wissen über dich. Okay, was man nicht weiß. Ich bin, wenn man sagt, ich war dieses Jahr im TED Talk zuerst Mal in Wien, auch letztes Jahr schon. Und das war eine, ich habe jetzt die Name, eine Schauspielerin aus Star Trek und sie hat das Interessante gesagt. Sie hat probiert, etwas zu klagen, dass sie jemand quasi in ihre Privatsphäre eingedrängt war. Und dann das Gericht schon von ein paar Jahren war die Frage, du hast ein Twitter-Konto, du hast ein Facebook-Konto, egal ob sie, ich meine, ungesehen, dass sie Schauspielerin ist, dann stellst du in Öffentlichkeit. Quasi, warum klagst du, dass jemand in deine Privatsphäre eingedrängt ist? Und deswegen, wenn man die als öffentliche Person in Öffentlichkeit stellt, man muss das authentisch und alles sagen. Okay, ich meine, wenn man das als Scherz nimmt. War das nicht? Ich glaube, vielleicht offline sage und online denke, habe ich noch nicht wirklich ausgedreht. Und wenn ich offline spreche, ich sage, okay, du hast selber gesehen, ich habe das akademische Titel, das steht auf Papier und man sieht es auch ein Magister, Doktor. Und ich sage, in meinem Land quasi, ich komme aus Bulgarien, wie ich gesagt habe, wenn ich mit dem grammatischen Fehler spreche, wo ich auf Deutsch spreche, egal, ich meine, ich bekomme viele Komplimente, aber ich kann mich selber hören, ich sage das Wort Schande, dass man sich nach 18 Jahren quasi noch nicht die Sprache perfektionalisieren kann. Und das ist was mich, deswegen sage ich, das habe ich, denke ich, noch nicht online irgendwo gesagt. Und das war meine Würde, mich online zu zeigen und auch Video zu machen. Und deswegen jeder hat so ein Geheimnis in sich, warum macht man etwas nicht oder nicht. Und das ist etwas, wo man denkt, wenn man das findet und sagt, okay, ich kann damit leben, ich kann so dieses, viele nennen es so eine Energie sozusagen, dass das quasi so ein Stopp ist und dann braucht man einen Kicker und dann geht es weiter. Das vielleicht das erste Mal online dieses Aussagen zu sagen. Es wäre wirklich sehr schade, wenn du keine Videos machen würdest. Also ich bin froh, dass du dich dann, erstens mal, du sprichst ja ganz einwandfrei, und ich bin wirklich froh, dass du dich dann nicht davon abhalten lässt. Vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, wir treffen uns sehr bald wieder. Ansonsten, ich werde weiter verfolgen, was du postest. Ich werde deine Videos verfolgen und ich hoffe, du hast auch bald Live-Zugang. Dann machen wir mal einen Livestream zusammen, okay? Okay, ich kann nur kurz, wollte ich mich bedanken. Das war wirklich, ich habe es letztes Jahr bei meiner LinkedIn online, einen Kurs über dich gehört und das seitdem habe ich angefangen, dich zu verfolgen. In gutem Sinne, was du magst. Und ich finde, deswegen sage ich wirklich danke, dass ich mit dir dieses Gespräch sagen kann, weil ich finde es inspirierend, wenn man solche Leute, so wie du es gibst, und man muss das, und du sagst auch sehr viele Sachen wirklich online und du gibst das Tipp, wo das nützlich sind für alle, egal ob man sich auskennt oder nicht mit der Materie.
Und deswegen danke sehr und es freut mich wieder. Danke dir für die Zeit. Ich fand, es war ein sehr interessantes Gespräch und das wiederholen wir sicher wieder. Danke, Margarita. Ciao, Papa. Ciao. Wir sind fast am Ende dieses Livestreams, die 26. LinkedIn-Show mit Datenschmutz. Sehr spannendes Gespräch mit Dr. Margarita Mischewa. Ich glaube, wir zwei sind bei weitem nicht die Einzigen, die der Meinung sind, dass LinkedIn sehr, sehr spannende Möglichkeiten bietet, sehr viele Optionen für Content-Marketing, für Personal Branding und eben auch zur Akquise passender neuer Kontakte und Leads. Kontaktmanagement, Kontaktpflege, Content-Marketing. Ja, aber bevor wir zu den Status-Updates der Woche kommen, eine Ankündigung einer kleinen Aktion, wenn ihr so wollt. Und zwar, Ilkay hat das schon ein paar Mal angesprochen in der DachTV-Gruppe. Kennt ihr den Begriff FOPO? Fear of People's Opinion oder Fear of Public Opinion? Das bedeutet, die sozusagen prävalente Furcht, die eigene Meinung zu äußern, denn man könnte ja dafür kritisiert werden und deswegen tut man das vielleicht gar nicht. FOPO ist vermutlich ein ganz, ganz wesentlicher Mitgrund, warum doch ein wesentlicher Teil von Social Media Nutzern recht passiv teilnimmt. Eigene Videos zu posten ist da in der Hierarchie der Überwindung natürlich sozusagen die höchste Stufe, aber FOPO is keeping you back und deswegen habe ich eine kleine Kampagne bzw. einen Hashtag ins Leben gerufen. Enjoy! FOBO statt FOBO. Denkt in Zukunft dran, man darf sich niemals schon von vornherein von irgendwas abhalten lassen. Hunde, Ruhe da draußen. Fraule ist unterwegs, da sind sie dann immer natürlich nervös, wenn jemand bei der Tür vorbeikommt. Also wie gesagt, FOBO statt FOBO. I love FOBO by the way. Gebt mir ein Herz, wenn ihr gerne FOBO mögt. Oder FOTOFU heißt es so. Ich persönlich bevorzuge natürlich die Variante mit Rinderfleisch und sehr, sehr vielen Chilis. FOBO statt FOPO. Fear of Public Opinion is keeping you back. Und damit kommen wir zum letzten Teil dieser Sendung, zu den Status-Updates der Woche, eine fixe Rubrik in der LinkedIn-Show. In den Status-Updates der Woche zu Beginn gleich mal eine kurze Erinnerung in eigener Sache. Nächste Woche am Donnerstag, am 13. Februar 2020, findet in Wien unsere LinkedIn-Masterclass LinkedIn Like a Boss statt bei UTEL im Saturn Tower in Wien. Und es gibt noch die letzten zwei Tickets, wenn ihr Interesse habt teilzunehmen. Und es wird ein sehr, sehr spannender Workshop, den Marina Seyerz, Britta Behrens, Thomas Herzberger und ich gemeinsam halten. Dann klickt auf den Link, folgt gleich bei den Shownotes und mit dem Gutscheincode beim Kartenkauf Datenschmutz10, alles kleingeschrieben, Datenschmutz10, bekommt ihr 10% Ermäßigung auf euer Ticket. Würde mich freuen, wenn wir uns am 13. sehen. Wir vier freuen uns auf jeden Fall schon riesig auf den Workshop. Und danach, am Abend, geht es dann zum Apero in den Nike Flagship Store, habe ich diese Woche angekündigt. Die Gästeliste ist bereits voll und auch das, denke ich, wird ein sehr, sehr nettes Community-Get-Together der Wiener LinkedIn-Posse. Dr. Irene Kilubi und ich haben die Ehre und das Vergnügen, euch die zweite Runde von OnPoint präsentieren zu dürfen. Die Statements unserer 10 Experten sind bereits eingeholt. Veröffentlicht wird der neue Beitrag, der Artikel am 10., also am kommenden Montag. Wir diskutieren diesmal über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, Fluch oder Segen. Ich denke mal, das ist ein Thema, das niemanden kalt lässt und ich bin schon sehr gespannt auf die Diskussionen, die sich hier ergeben werden. Es gibt auch Winner-Badges und wir haben hier auch unsere On-Point-Gruppe. Link ebenfalls in den Kommentaren, wer da mitmachen will und sich beteiligen. Und wie gesagt, am Montag
gibt es dann 12 Statements zum Thema Grundeinkommen und ja, hoffentlich eher hitzige, aber natürlich respektvolle und wertschätzende Debatten zu einem Thema, das sehr, sehr kontroversiell ist und das speziell natürlich unter dem Eindruck, dass Industrialisierung oder Industrie 4.0, Digitalisierung, Robotertechnologie und so weiter eine ganze Menge von Jobs überflüssig machen werden und es sehr fraglich ist, ob es zukünftig noch Vollbeschäftigung gibt. Auf der anderen Seite natürlich das Thema der Finanzierbarkeit im Raum steht. Also seid gespannt, welches Meinungsspektrum euch da am Montag erwartet. Angelika Färber kennt 4 Gründe, warum Kunden dein Angebot nicht kaufen oder nicht wollen. Sie kennt sie nicht nur, sie hat einen Artikel darüber geschrieben, einen, as I might say, exzellenten Artikel. Und diese 4 Gründe in aller Kürze: deine Kunden verstehen dich nicht, weil du um den heißen Brei herumredest. Du bist nicht eindeutig, an wen du dich richtest. Du sprichst nicht die Sprache deiner Kunden. Oder, Querstrich und, du individualisierst deine Kundenansprache nicht. Ein ganz, ganz hervorragender Artikel, Link in den Shownotes, kann ich jedem nur empfehlen, der seine On- und Offline-Kommunikation optimieren möchte. Dann haben wir hier ein Posting von Markus Roth. Vor kurzem, ich glaube vorgestern oder so, war nämlich Thomann Geismeier bei LinkedIn DACH zuständig für Recruiting in Österreich, bei der Wirtschaftskammer in Oberösterreich zu Gast bei UBIT, beim Beraterverband, und hat dort einen Gastvortrag über LinkedIn gehalten. Und Markus hat die wesentlichen Punkte aus Thomanns Präsentation hier zusammengefasst. Die Inhalte, also es geht hier um optimalen Content, optimale Postings für LinkedIn. Die Inhalte sollen ganz schnell begreifbar sein. Kein Titel und Link weg von LinkedIn, sondern den Post auf Interaktion ausrichten. Also klassische neue Artikel auf der Homepage und Vorschau, not good. Das führt zu mehr Sichtbarkeit. Ein Teaser und dann eine offene Frage wären also optimal. Wenn möglich, beziehungsweise wenn sinnvoll, immer Leute mit dem Klammeraffen und dem Personennamen markieren und passende Hashtags verwenden, 3 bis 5 pro Posting. Man kann es nur immer wiederholen, das sind ganz, ganz wichtige Grundlagen. Wer die nicht berücksichtigt, braucht sich auch nicht zu wundern, warum LinkedIn für ihn nicht so gut funktioniert wie für den gesprächigen, dialogorientierten Nachbarn. Ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ja, und dann eine kleine, zumindest in meiner Welt, Skurrilität, die mir untergekommen ist. Wir sprechen ja viel von Content Marketing. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die FAZ, eine graue Eminenz, eine papierene Eminenz unter den Druckwerken, lizenziert ihre Textbeiträge für die Nutzung auf Drittwebseiten. Das hat mich dann doch einigermaßen überrascht. Es kostet zum Beispiel so ein Artikel pro Monat 570 Euro für Webseiten mit bis zu 100.000 Page Impressions, das ist nicht so wahnsinnig viel. Was mich daran wundert, einerseits hätte es ein Link nicht auch getan, beziehungsweise natürlich kann man sich Inhalte, wenn man sich Inhalte einkauft, dann sollten die oder müssen die exklusiv erstellt sein, wenn es denn dabei um SEO geht, um Suchmaschinenoptimierung. Ansonsten bekommt man im allerschlimmsten Fall sogar Probleme mit Duplicate Content. Nichtsdestotrotz gibt es hier eine Preistabelle, wir haben dann auch darüber diskutiert. Martin Goldmann ist dann ein ganz interessanter Anwendungsfall eingefallen, vielleicht für Belegexemplare, wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, bei einem Artikel, bei einem Belegexemplar, wenn über das Unternehmen selber geschrieben wird, glaube ich nicht, dass man das für den eigenen Pressespiegel lizenzieren muss. Darf man das online stellen? Ich weiß es nicht. Sehen Medienjuristen zu. Auf jeden Fall hat mich auf die Idee gebracht, ihr könnt ab sofort meine Status-Updates lizenzieren. Einmal scheren. 15 Euro pro Zeile und Tag. Preistabelle folgt in Kürze am Blog. Würde mich durchaus interessieren, wie viel dieses Lizenzmodell der FAZ bereits in die Kassen gespült hat. Natürlich tun sich gerade traditionelle Medien nicht gerade leicht mit der Finanzierung, aber hey, man kann sie ja probieren. Letzte Woche war hier in der Show Engin Eser zu Gast. Unser Gespräch gibt es mittlerweile auch als Audio-Podcast.
auf Anchor, auf iTunes, auf Spotify und den anderen üblichen Verdächtigen. Zwei Nerd-Muppets, das wird unser neuer Tag, sprechen über Digitalisierung und LinkedIn. Könnt ihr natürlich gerne nachhören. Und heute ist Donnerstag. Wir können mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass also morgen Freitag sein wird. Demgemäß der 31. Linked Friday, 7. Februar 2020. Was machen wir am Linked Friday? Wir markieren 1 bis 3 Kontakte aus unserem Netzwerk und empfehlen sie unseren Kontakten. Share the love. Better feeds for all. Also einfach Empfehlungen von spannenden Nutzern, die dafür sorgen, dass wir alle bessere Inhalte in unserem LinkedIn-Feed bekommen. Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser 26. LinkedIn-Show mit Datenschmutz. Mir bleibt nur noch, euch Danke zu sagen fürs Zusehen, fürs Dabeisein, sowie die nächste Sendung anzukündigen. Nächste Woche bei mir zu Gast Michael Bednorz, LinkedIn-Berater, Kollege, ein von mir sehr, sehr geschätzter Kollege. Ich war wirklich baff. Ich denke, es war einerseits für uns beide ein sehr, sehr tolles Gespräch, aber wir unterhalten uns ja nicht rein als Selbstzweck, sondern wir möchten euch auch das eine oder andere beibringen, wäre vielleicht falsch gesagt, aber vermitteln, wie wir LinkedIn sehen, wie wir mit der Plattform umgehen. Ich denke, das könnte für alle ambitionierten LinkedIn-Marketer, die einen großen Bogen um Automatisierungstools machen, ein sehr spannendes Gespräch werden nächste Woche. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende der 26. LinkedIn-Show angelangt. Sage nochmals Danke fürs Zusehen und wir sehen uns nächsten Donnerstag um 16 Uhr hier auf LinkedIn. Alle früheren Shows findet ihr im Archiv unter datenschmutz.net/LinkedIn-Show. Die Links, die Shownotes zur heutigen Ausgabe folgen in wenigen Sekunden. Danke fürs Dabeisein. Datenschmutz raus.